Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Genau, diesmal mit Ton. Und genau, es ist ein aufregender Handel heute. Wir haben ja eine sehr negative Handelssession bisher in Europa gesehen. Der Germany 30 fast 3% oder über 3% im Minus, kann man aktuell sagen. 12.700, das Niveau, das hier im Moment erreicht wurde. Wir haben die US-Indizes auch zwischen 1,5 und 2% im Minus. Dazu dann gleich ein Wort. Wichtig ebenfalls heute, Oracle gegen den Trend 4% vorbörslich im Plus. Die Apple werden wir uns auch nochmal anschauen. Da wird ein interessantes Niveau jetzt gleich zur Eröffnung erreicht. Nikola, dort tritt der CEO und Gründer zurück. Aktie vorbörslich minus 25%. Werden wir uns ebenfalls dann nochmal kurz anschauen. Und ansonsten, ja, Gold ebenfalls auch ein Thema. Abverkauf heute. Wir laufen jetzt sehr nah ran an das Vorwochentief. Hier gilt es, die 19,06 dann zu verteidigen, damit die Dreiecksformation, die wir aktuell beobachten, dann weiterhin gültig sein kann. Und ja, im Blick dann auch noch gleich auf Forex. Genau, wenn Fragen sind, gerne über den Chat. Wir können uns dann die Werte anschauen. Einfach niederschreiben, posten und dann. Ja, können wir bei Gegebenheit dann einen Blick drauf werfen. Okay, kommen wir zu den Charts. Haben hier den US-30 vor uns, aktuell zur Eröffnung. Was ist wichtig? Zum einen eben, dass wir den Tiefpunkt von vorletzter Woche jetzt erreicht haben. Wir haben diesen Zwischentiefpunkt heute Morgen bei 27.545 unterschritten. Somit eben ja direkt den Trigger für dieses Tief erreicht, ja, wäre abgearbeitet. Dieser Support in Anführungsstrichen ist erstmal erreicht. Weiter, welche Werte kann man beobachten? Der nächste tiefere Wert, sprich das 76er Retracement, wäre dann hier noch bei 26.735 zu finden, sowie dann eben der Ausgangspunkt dieses letzten Anstieges, dass wir diesen dann noch bei 26.000 Punkten glatt dann beobachten können. Im Prinzip vom Hochpunkt weiterhin die Idee, dass wir zunächst erstmal an eine Dreierbewegung ja, glauben. Das bedeutet, dass wir ja diesen ersten Abverkauf hinter uns haben. Wir haben jetzt letzte Woche diese Dreierbewegung in diesen Widerstand beobachtet. Bei 28.400 war dann Schluss und aktuell läuft dann eben eine zweite ja, Verkaufswelle. Im Prinzip, wie lang kann die werden? Wir hatten uns letzte Woche mit diesem Szenario auch einmal beschäftigt. Da haben wir folgende Situation eben gehabt, dass wir diesen ersten Abverkauf, den kann man eben ja erstmal messen, sind knapp 2000 Punkte. Und diese Wegstrecke, die lässt sich dann über dieses Zwischenhoch nach unten spiegeln. Und so kann man dann eben auch auf ja, knapp 26.400. Hier wären dann ja, diese beiden Wegstrecken symmetrisch und gleich lang und würden dann eine mögliche Dreierbewegung abschließen. Also das wäre dann ein mögliches Level, was man sich innerhalb dieser Spanne, also zwischen diesem 76er Retracement und diesem Tief, dass man sich diesen Wert da noch anschaut. Okay, ansonsten, wo dreht sich die Situation weiterhin? Wir haben hier oben den Widerstand 28.400. Diesen müssen wir nach oben durchbrechen, damit eben diese Korrektur als abgeschlossen dann ja, klassifiziert werden kann. Und über diesen Widerstand wäre dann der Weg frei für eine weitere Rallye. Ansonsten ja, blickt man dementsprechend auf die Tiefpunkte, die hier noch erreicht werden können. Okay, dann nochmal ein Blick auf den Germany 30. Also das Äquivalent zum DAX. Hier ebenfalls jetzt heute Morgen ja, der Zwischentiefpunkt vom 28. August, der hier erreicht wurde. Was man jetzt dementsprechend sieht, dass wir zwei Wegstrecken schon haben. Wir haben das Tief vom 4. September unterschritten. Letztendlich sieht das Muster hier ja, vielleicht noch nicht ganz fertig aus. Wir haben hier noch Luft in Richtung 600, vielleicht sogar in Richtung 12.200. Das ist hier dieser Tiefpunkt vom Juli. Ansonsten, wo geht das Ganze mit dem Trend aufwärts weiter? Da besteht weiterhin nur die Möglichkeit, dass wir eben den Hochpunkt hier bei 12.330 dann nach oben rausnehmen. Das wäre dann der Trigger,
für die Longs wieder am Ball zu sein und ja, den Aufwärtstrend, der jetzt seit März eben herrscht, dann dort weiter fortzuführen. Ansonsten die tieferen Punkte, wie gesagt, 12.450 und 12.200 sind dann noch zwei weitere Marken, die abgearbeitet werden könnten. Okay, dann genau gehen wir über, schauen uns kurz den Forex-Markt an, sprich Euro-Dollar zu Beginn. Im Euro-Dollar hatten wir letzte Woche ja nach diesem neuen Tief eine Gegenbewegung, die jetzt abverkauft wird. Wir laufen jetzt in die Nähe des Tiefpunkts. Für die Bullen ist ja direkt sogar eine Möglichkeit da, dass man eben sagt, okay, wenn dieser erste Anstieg ein Trend war, Tiefpunkt dementsprechend nicht unterschreitet und so kann man dann Intraday über diesen Fibo, dass man eben Hoch- und Tiefpunkt miteinander verbindet, dann sieht man, dass der Markt jetzt auf den letzten Retracement-Punkt läuft und dieser muss verteidigt werden, damit sich, ja, wenn überhaupt, eine bullische Situation entwickeln kann. Und dieses 76er Retracement hier bei 17,70 sollte dann dementsprechend gehalten werden. Und Kontrollpunkt für dieses knackige Szenario ist dann einfach der Tiefpunkt von letzter Woche. Okay, die Alternative, man lässt den Markt hier machen, nimmt einfach dann die Hochpunkte und setzt den Alarm über die 18,70. Hier würde dann der Euro den Ausbruch bzw. das Ende dieser Korrektur hier signalisieren. Okay, ansonsten auf der Unterseite sollte das Vorwochentief dann unterschritten werden, wäre der nächste Punkt das Tief vom 12. August. Das liegt bei 1,17 rund in etwa. Ja, und dieses Level ist dann als nächstes dann anvisiert. Okay, dann kommen wir zum Gold. Hier ist es spannend. Da hatten wir uns letzte Woche bzw. auch die Wochen davor mit der Möglichkeit eines Dreiecks hier auseinandergesetzt. Dieses Dreieck, das lässt sich auf zwei Arten interpretieren. Die erste Option eben, dass es ein bullisches Dreieck ist, das mit dem Tiefpunkt hier vom 8. September abgeschlossen wurde. Und man braucht 5 Bewegungen in einem Dreieck. Und dann haben wir eben ja diese erste Bewegung mit diesem Abverkauf hier gesehen. Und dann läuft der Markt eben innerhalb dieses ersten Abverkaufes hin und her. Gegenbewegung, Schub, Gegenbewegung, so. Und dann hat man dementsprechend hier höhere Tiefpunkte, fallende Hochpunkte und der Markt muss dann dementsprechend die Trendlinie nach oben durchbrechen. Das ist aktuell letzte Woche fast passiert. Wir sind genau gescheitert an dieser Trendlinie, haben jetzt eben diesen Abverkauf und für dieses bullische Dreieck ist eben eine Bedingung, wie angekündigt, dass eben der Tiefpunkt hier vom 8. September, der liegt bei 19,06, dass dieser Punkt nicht unterschritten werden darf. Und jetzt sind wir schon bei 19,13. Somit wird es immer enger für diese Option. Und ja, die Zweifel werden größer, dass diese Option hier tatsächlich Realität werden kann. Die zweite Option eines Dreiecks ist, wenn man ja das bärische Dreieck hier nimmt, und zwar, dass man vom Tiefpunkt diese Bewegungen eben einzeichnet. Und dann hat man ebenfalls die 5 Bewegungen, die sich dann eben mit den Hochpunkten von vergangener Woche finalisiert haben. Und dementsprechend ist dieser Abverkauf ja der erste Schub sozusagen dieses bärischen Dreiecks, das dann nach unten aufgelöst werden kann. Und die Bären brauchen hier ebenfalls eine Bestätigung. Und deswegen müssen Sie dieses Tief hier unten, eben die 19,06, rausnehmen. Okay, und in den nächsten Tagen eben die 19,06 und auf der Oberseite die 19,70 als Triggermarken für eine Entscheidung eben auf Ober- oder Unterseite, welches Dreieck wird dann dementsprechend aktiviert.
Okay, dann ja, bereiten wir uns schon mal vor. Gleich eröffnet die US-Börse. Ein Blick schon mal auf die Apple. Die wollte ich kurz durchgehen. Und zwar in der Apple folgende Situation. Wir hatten ja in diesem Anstieg hier die 128er-Marke so ein bisschen im Blick. Warum? Diese 128er-Marke ist einfach das 261er-Exzessionslevel dieser vorherigen Abwärtsbewegung. Im Prinzip, ja, das Top wurde nicht unweit davon gemacht. Wir hatten hier einen Tag, wo es nochmal ja, knapp 8, 9 Dollar nach oben ging. Direktes Reversal dann im Anschluss und ja, so rollt der Abverkauf. Dann hatten wir jetzt schon in der Vergangenheit zwei Marken für eine mögliche Unterstützungszone ausfindig gemacht. Zum einen hier dieser letzte Dreier sozusagen im Bereich zwischen 113 und 109. Diese Zone hatten wir jetzt in den vergangenen zwei Wochen ordentlich bearbeitet. Jetzt läuft praktisch der Abwärtsschub darunter. Und die zweite Zone ist eben hier dieser Bereich vom Juli, also vor den Zahlen, als es hier dann so dynamisch nach oben ging. Diese Zone liegt dann im Bereich 100 bis 89, also ist noch ein kleines Stück davon entfernt. Okay, dann weiter haben wir eben vom Hochpunkt hier diesen Abverkauf. Und dann hier eine Dreierbewegung, die sich so einzeichnen lässt. Und dann weiterhin ein Abverkauf. Also hier diese Dreierbewegung. So einmal hoch, runter, hoch. Und dann dementsprechend hier die zweite Dreierbewegung. Wenn man jetzt diese erste Bewegung nach unten spiegelt, also mit einem Fibo, dass man sich einfach die Extensionen einzeichnet, zum Beispiel 127 oder 161, je nachdem. Also fällt auf, dass die heutige Öffnung jetzt gerade bei 1,350 genau die erste Extension geschafft hat. Und wir haben eben diese Dreiersequenz nach unten und eben eine Divergenz, die wir jetzt schon seit letzter Woche praktisch beobachten. Also hier vom Preis und vom Indikator, in dem Falle MACD. Und genau diese Bewegung eben, zunächst von 103,05, wo wir jetzt eben sind, und dann später als zweite Zone von den 94, dass eben innerhalb dieses Bereiches die Apple ja sehr interessant ist, ob sich hier eine Stabilisierung einstellt und der Markt dann zumindest in Richtung der Widerstände hier bei 118, 119 erstmal laufen kann und später eben sogar mit einem Ausbruch darüber in Richtung neuer Allzeithochs, also in Richtung 140 dann in einer Trendbewegung nach oben. Und ja, genau diese Zone eben mit der heutigen Eröffnung, sehr, sehr interessant. Hier findet sich dann der Support. Okay, dann nochmal ein Blick auf die Nicola, die haben wir vorhin angesprochen. Also wie gesagt, der CEO und Gründer ist zurückgetreten. Ja, da gibt es auch, glaube ich, Untersuchungen. Und wir haben ja diese Tiefpunkte, die wir jetzt die letzten Wochen erstmal gemacht haben, unterschritten. Und im Prinzip deutet im Moment alles darauf hin, dass wir in Richtung dieser Supportzone, die definiert sich eben aus diesem Tiefpunkt, deswegen haben wir da diesen Pfeil hier und diesen Hochpunkt über diesem Pfeil gekennzeichnet. Da haben wir diese Zone einfach markiert. Und das ist der Bereich, der eben interessant ist für einen Support in der Nicola. Das ist jetzt schon länger so und wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt. Kann man sich in den nächsten Wochen anschauen, ob dieser Bereich noch erreicht wird. Ansonsten auf der Oberseite, da verpasst man soweit nichts. Hier dieses GM-Hoch, so nenne ich es, weil ja hier GM praktisch diese Vereinbarung mit Nicola hatte, über der 55 wäre es dann gut, dann hätten wir ein höheres Hoch, also im Moment haben wir Hochpunkt, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, etc. Somit hat man hier genug Zeit, falls der Konzern was taugt, dass wenn der Markt über die 55 geht, sich hier ein Boden ausbildet und davor ja, gilt es einfach, diese Zone hier unten dann zu beobachten. Die liegt dann zwischen 20 und 15.
Okay, soweit zur Nicola. Okay, ebenfalls interessant. Ich sehe gerade im Yen, den hatten wir ja am Freitag zu so einem kleinen Special gemacht. Sehr interessant. Da kommt jetzt gerade ja ein Riesenschub rein hier im Dollar-Yen, auch in den anderen Yen-Paaren, Euro-Yen und Pfund-Yen. Da werden die Verluste gerade deutlich zurückgefahren. Ich habe jetzt noch keine Nachricht vorliegen. Vielleicht weiß der eine oder andere, ob da jetzt eine Nachricht oder ähnliches vorliegt. Ansonsten, was haben wir hier im Dollar-Yen? Wir können nochmal den größeren Chart, den hatten wir ja als Schablone, dass wir eben genau diese Zone, ich erläutere die nochmal, hier vom 127er Extension Level, das liegt bei 104,41 sowie dem Tiefpunkt vom 31. Juli, der liegt bei 104,17, dass diese Zone sehr, sehr wichtig ist, um eben ja, diese mögliche Dreierbewegung auf die Unterseite abzuschließen. Die heutige Situation, Sie sehen es selber an der Tageskerze, wenn jetzt der Schluss so erfolgt, wäre durchaus interessant. Wiederum eine Hammerkerze, die sich hier dann einstellen würde. Und genau eben vom Support, der eben so wichtig ist im Bereich 104, 104,17. Und ja, hier wäre dann als nächster Schritt nach der Stabilisierung ein Anstieg eben wichtig, dass wir diesen Abwärtstrend im Stunden- und 4-Stunden-Chart dann nach oben durchbrechen, hier über die 106,90 dann laufen und dann wäre der Weg frei ja, für eine große Erholung hier im Dollar gegen den Yen. Dann kann man sich anschauen. Aber zunächst einmal ja, dieser wichtige Support, den Tiefpunkt, den wir heute kurz gespiked haben, aktuell eben die Käufer und ja, sehr wichtige Zone, die jetzt heute hier bespielt wird von Bullen und Bären dann. Das Ganze sieht man auch im Pfund-Yen. Wir haben hier ein wichtiges Extensionslevel erreicht. Ja, gilt es zu beobachten, wie sich dann der Markt hier verhält. Im Prinzip geht es darum, dass wir vom Tiefpunkt ein höheres Tief haben, nochmal ein höheres Tief, um diesen Aufwärtstrend dann fortzusetzen, gilt es wiederum, ein höheres Tief eben zu etablieren, im Idealfall eben von dieser Zone, damit dann der Markt in diesem Trend dann weiter handeln kann. Okay, dann ja, Bitcoin hatten wir letzte Woche ebenfalls hier von diesem Widerstand eben oder mit diesem Widerstand uns beschäftigt, dass eben nach dieser ja, Konsolidierung der Markt hier die Option hat, diesen Widerstand zu erreichen. Wir sind da fast ja, punktgenau rangelaufen. 11,1 ist der Widerstand, Hochpunkt letzte Woche 11.080. Und aktuell eben dieser Rücklauf. Hier ist weiterhin die Situation wie folgt, dass eben die Frage ist, ob wir seit dem Tiefpunkt dreiwellig nach oben gelaufen sind. Das Ganze wäre dann so einzuschätzen. Und das bedeutet, wir würden dann zum Ursprung laufen und müssten dann ein neues Tief, also unter die 9.800, generieren. Die zweite Option ist eben, dass wir bereits in einer Auffächerung eines neuen Trendes sind und hierfür nimmt man eben den Tiefpunkt hier, also diesen sekundären Tiefpunkt. Wir haben ja Anstieg, Dreier Gegenbewegung, Anstieg. Und deswegen ist dieses Tief hier vom 11. September bei 10.200 sehr wichtig für, ja, für diese mögliche Auffächerung. Und hier kann man dann für diese Idee, falls man auf der Long-Seite orientiert sein möchte, hier so ein Fibo setzen
um sich dann eben über ja, das bekannte Retracement, 61er und 38er Retracement, sind wir jetzt rangelaufen, 10.540. Das 61er Retracement hier sehr wichtig. Und dass sich der Markt eben möglichst hier stabilisiert und eben den Tiefpunkt hier vom 11. September bei 10.2 nicht unterschreitet. Warum? Weil wir eben einen Anstieg haben, höheres Tief, Anstieg, und wir brauchen ein höheres Tief. Ansonsten ist das eine Dreierbewegung aufwärts, die eben zum Ursprung hier zurück muss und ein neues Tief erledigen muss oder hinterlegen muss, damit es eben dann weitergehen kann. Und wenn man eben an diese Auffächerung glaubt, beziehungsweise eher long-orientiert ist, dann hat man hier bei 10.2 ein Kontrolllevel und kann das dann auf die Oberseite traden. Alternativ, man macht gar nichts und wartet auf einen Bruch oder Ausbruch über die 11.1 in Richtung 12, wo dann der nächste Widerstand eben wartet. Okay, ansonsten vielleicht noch ein Satz zum Öl. In dem Falle Sorte Brent. Hier hatten wir jetzt die vergangenen Monate diesen Keil, also es war praktisch tot. Der Ölpreis hat sich kaum bewegt. Da haben wir uns dann diesen Keil hier orientiert. Wir hatten dann diesen Bruch, sprich der Tiefpunkt hier wurde gebrochen. Wir haben diesen Abverkauf. Und letzte Woche mit den OPEC Plus Beredungen in Wien hat sich der Markt erholen können. An sich, der Anstieg hier wäre weiterhin dreiwellig zu interpretieren. Wir haben auch perfekt das 61er Retracement erreicht, haben jetzt eben einen Rücklauf. Und dieser Rücklauf, wer jetzt intraday aktiv ist in diesem Bereich, der hat jetzt hier einen Support. Also einfach hier diese letzte Konsolidierungsmarke, Zone. Und wenn die Bullen das hier dann ernst meinen, dann gilt diese Zone zu verteidigen. Ansonsten sind wir auf dem Weg zum Ursprung, also Richtung 39, und würden dann eben diesen zweiten Schub erledigen, der dann im Idealfall 36,47 als Minimum dann abholt. Also das wäre so die Idee. Die sich eigentlich nicht verändert hat. Ansonsten, das Ganze switcht bullish, sobald praktisch der Markt ein neues Hoch eben etabliert, dass wir die 46,70 hier dann nach oben rausnehmen. Okay. Okay, gut, dann ja, sollen das erstmal die Updates gewesen sein. Sehr spannende Öffnung, Märkte leicht oder weiterhin unter Druck. Wir haben jetzt gerade eine Yen Korrektur gesehen. Letztendlich der Dollar, Pfund und Euro versuchen hier gegen den Yen sich zu stabilisieren, diese Situation dann beobachten. Ansonsten teilweise zweistellige Verluste bei Highflyern, also Nell, wie ich sehe, der Kollege hat es, glaube ich, heute Morgen schon erwähnt, knapp 18% Minus zum Freitagsschluss. Die Wasserstoffwerte sehr tief im Minus in dem Falle. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche weiterhin gut Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen. Ade.